Ja, moin moin und herzlich willkommen, Freunde der schlongschen YouTube-Unterhaltung. Der Baschi ist wieder da. Letztes Mal haben wir den Weltraumlift gebaut. Und da kann man jetzt wie beim Hub wieder Meilensteine auswählen. Man muss das dahin befördern und dann wird das Ganze ja ins All befördert irgendwie. Ne? Weltraumschrott. Der möchte jetzt Rotoren und was das verstärkte schwere Eisenplatten. Genau. Verstärkte, nicht schwere, ja. So. Und die stellen wir hierher. Und das Ziel heute ist, wir wollen das hier mal optimieren. Wir haben da eine richtig geile Mine und wir haben dann auch irgendwie richtig ein bisschen Wirrwarr. Das ist schon mal gut, dass wir hinten auf jeden Fall das Eisen einlagern oder zwischenlagern. Hier können wir das Ganze ein bisschen effizienter gestalten vom Platz her. Und auch beim Einlagern das ein bisschen verbessern, beziehungsweise wir wollen ja dann auch noch Schrauben. Wir brauchen ganz viele Schrauben, die müssen wir dann erstmal herstellen. Bevor wir uns überhaupt an die verstärkten Platten machen können. Also Ziel wäre dann jetzt erstmal Schrauben. Und wenn wir das schnell hinkriegen, können wir vielleicht noch die Platten in Angriff nehmen. Aber Schrauben brauchen wir. Also meine Idee wäre, damit wir hier ein bisschen mehr Platz kriegen. Ping am besten mal dann, das war ich jetzt gerade. Ja, genau. Wenn wir diese Geschichten über die Schmelzöfen oder andersherum, dass wir das quasi auf zwei Ebenen machen. Dann haben wir nämlich das in einer Reihe, können die Materialien zwischenlagern in einer dritten Ebene. Und dann können wir in dieser Reihe, können wir dann quasi den nächsten Produktionsschritt machen. Ah, okay. Das meinst du. Und dieses Förderband hier zum Beispiel, das ist ja von der Mine hinten. Das können wir ganz außen hier lang. Dass das wirklich nicht im Weg steht. Und das andere, gut, das steht ja schon ganz gut. Wie ist denn das Verhältnis von, also wir haben eine Mine, die macht 120, macht die, ne? Wir haben zwei Minen, die 120 machen. Zwei, okay. Reicht dann erstmal eine? Wofür? Für die derzeitige oder sollen wir gleich alle komplett aus... Nein, Vollgas. Die Frage, die ich nämlich hätte, ist, können unsere Fließbänder, dass wenn 240 in ein Lager gehen, können die 240 rauspumpen? Na, anscheinend ja nicht. Das wird ja nicht alles stehen. Ja, es steht, glaube ich, weil die Plattencontainer voll sind, oder? Kann das sein? Der obere? Ja, eben. Deswegen müssen wir jetzt ja zusehen. Wenn es immer hinten weitergeht, ist ja besser. Ich meine, am Ende ist es so, wenn wir zum Beispiel schwere Platten herstellen, oder verstärkte Platten, die werden ja so unglaublich langsam, ich glaube, nur 5 pro Minute oder so produziert, dass du die ganze Zeit Ressourcen da reinballern musst. Und dann werden die Lager auch wieder leer. Wir probieren es mal. Könnte man zum Beispiel einen Konstruktor zusätzlich zu Anfang, oder ein Manufaktor heißt es dann ja, an die Lagerhäuser anschließen, um das Lager leer zu machen erstmal ein bisschen und nimmt dann irgendwann einen weg. Das ging zum Beispiel auch. You know. Erstmal würde ich jetzt, wenn das für dich okay ist, dieses Förderband hier ein bisschen umsortieren. Genau. Ich würde mal anfangen. Die Schmelzöfen stehen ja schon ganz gut. Ja, aber da drüber vielleicht, dass wir noch eine Ebene... Bitte. Genau. Das können wir ja erstmal. Alter, wie viele Platten wir haben. Aber das geht von dem. Und zwischendurch können wir ja eigentlich auch. Eigentlich auch? Meilensteine. Für die, damit wir mehr Material. Baumöglichkeiten. Ja, Meilensteine wären jetzt erstmal die Rotoren und so. Ja gut, aber ich meine, erforschen kann man die ja schon. Wir müssen sie ja noch nicht nutzen oder so. Ja. Aber dass wir es haben. Ja. Das sind durchaus nachher noch Dinge, die man gebraucht. Ich versuche hier hinten gerade so ein bisschen durchzusteigen. Das mit dem Eisen jetzt hinten lassen wir erstmal so und gucken dann, wie wir das machen. Ich würde das gerne aber auch das Gebäude am Ende, glaube ich, schon zumachen wollen, oder? Oder nicht?
Ich finde es eigentlich geil, wenn sie auf Maschinen. Ich meine, wenn wir schon eine Ebene drüber ziehen. Ja, wir können es ja zu zwei Seiten zumachen. Ja, okay. Ich mache jetzt erstmal noch ein Fundament da in die Ecke. Oh, und den Baum hier weg. Dann brauchen wir ein paar Wände. Oh nein, ich habe den Baum gefällt. Weil das die Eisenproduktion ist, kriegen die Eisenwände, okay? Das ist eine gute Idee. Drei reichen hier. So, das ist doch schon mal schön. Noch irgendwie da hochkommen. Da müssen jetzt. Erstmal muss ich meine Materialien. Wir brauchen. Was haben wir? Wie viele Konstruktoren brauchen wir am Ende? Der 30 pro Minute stellt der her. Und 15 pro Minute braucht der für die Stangen. 15 für Stangen. Und 30 für Barren. Yay, das geht ja richtig gut auf. Bedeutet 6. Korrekt? Ich habe nicht aufgepasst, Entschuldigung. Ich war da beschäftigt. 6 Konstruktoren. Ich hatte gehofft, dass wenn ich einfach nur ja sage, dass... Zwei Konstruktoren für die... Für eine Mine bei Stangen und eine Schmelze, ein Konstruktor für Platten. Das heißt, bei 4 Schmelzen macht es 6 Konstruktoren. Mhm. Du denkst richtig mit, wie ich merke. Nein, überhaupt nicht. Es tut mir so leid. Wolltest du dann die Eisenbarren auch in ein Zwischenlager packen oder nicht? Das ist eine gute Frage. Es kommt drauf an, ob das sind. Weißt du denn? Ich glaube, da wird kein Bottleneck sein. Nö, nee, dann hau rein. Gut, dann also 6 Konstruktoren. Ich brauche verstärkte Eisenplatten. Wer hätte das gedacht? Oh, warte mal. Ja. Haben wir schon die Wände mit den Förderbändern? Ja. Ah, okay. Setze ich mal eine Werkbank hier noch hin. Und jetzt möchte jemand gute Nacht sagen. Sag gute Nacht. Gute Nacht. Sag gute Nacht. Nein. Sie will nicht gute Nacht sagen. Oh, dann schlaf halt nicht. Gut. Jetzt lächelt sie. Willst du mitmachen? Du könntest hier einmal draufklicken. Hast du deine Hose gezeigt? Nee, wurde ein bisschen auf den Bildschirm geguckt. 18 verstärkte Eisenplatten herstellen. Hast du gerade einen Baum weggesägt? Nee, vorhin schon. So, ich bin gespannt, wie gut das geht. Wunderschön. Was denn? Das hast du sehr schön gemacht. Danke. Ich habe vom Meister gelernt. Von Meister Propper. Hier müssen wir eigentlich freilassen, aber hier kann man nachher noch was hinbauen, wenn wir Dynamit haben. Wie kommt man denn hier rauf? Ich muss die Katze rauslassen. Jo. Die Katze, genau. Katze!
Produktion, Konstruktor. So, die Frage ist natürlich, die ich jetzt hätte. Die Umnahrung der Fischstiel. Wie führen wir die Förderbänder am besten jetzt dahin, dass wir nicht wieder hinten rum müssen? Weil dann kriegen wir echte Platzprobleme. Das weiß ich nicht. Ey, was ist hier passiert? Wo? Ich glaube, du hast vor mir hier irgendwas hingebracht. Wo? Direkt vor mir. Ich habe schon drei Sachen wieder abgerissen. Ja, ich habe hier einen Weg nach oben gebaut, damit ich da hochkomme. Mhm. Mitten im Weg. Jetzt ist da alles weg. Der Weg war mitten im Weg. Brauchst du dann noch einen Weg nach oben? Baue ich gleich. Sehr schön. Ich bin der Herr der Wege. Und du bist der Herr der Dinge. Oh. Das ist so schön geworden. Sehr gut. Da haben wir schon so Platz. Also eine Idee wäre jetzt gewesen, die Förderbänder hier unten drunter lang zu führen. Da oben? Genau. Mhm. Das heißt, aus der Schmelze geht das hoch, hier rein. Also wieder zurück und dann von hinten, also von dieser Seite wieder in den Konstruktor rein. Schnall ich nicht. Ping. Also. Das geht, wo geht das raus? Vorne geht das raus. Hier geht das Erz rein. Vorne. Hier kommt es raus. Richtig. Vorne kommen die Barren raus, gehen dann den Konstruktor. Über dem Konstruktor entlang. Und hier wieder Magdalena, hoch, danke fürs Licht ausmachen. Mach dir einfach das Licht aus. Ne? Das ist doch Computermonitor, Mann. So. Ja. Ich glaube, ich weiß, was du meinst mit. Ja, ich habe. Ja. Warte. Ich bin. Genau. Mindestens genauso euphorisch wie du. Okay. Das wird jetzt halt ein bisschen tricky. Wir probieren das mal mit der einen Schmelze hier rechts. So. Habe ich jetzt mal weggenommen. Was wir da auf jeden Fall brauchen, ist, der Konstruktor muss weg. Und den räume ich auch mal auf. Ich brauche nämlich den Platz. So. Wir ziehen das erstmal. Ziehen so ein kleines Lipsche hier hin. Dann brauchen wir den Förderband-Splitter, würden wir dann nehmen. Obwohl, nee. Das müsste jetzt direkt gehen, ne? Kann man den Förderlift da rein? Nee, geht nicht. Ich weiß nicht, was du meinst. Ich denke gerade laut. Ah. So, ich bräuchte mal kurz deine Hilfe. Mal wem? Ich kann ärgern. Ich glaube, das geht so. Ja, mein kleines Streifenhörnchen. Grüß schön, so. Thomas. So, jetzt musst du aber mal herkommen, ja? Nein, komm. Komm mal her und sag uns mal, wie du in Spielen immer heißt. Wie nennst du dich da? Du musst ein bisschen näher ans Mikro. Du musst ein bisschen näher ans Mikro gehen. Nein. Doch. Nein. Doch. Ich habe keinen Namen, weil ich nichts spiele. Sie hat keinen Namen, weil sie nichts spielt. Du hattest aber mal einen Namen. Prinzessin. Denn sie ist meine Prinzessin. Ja. Prinzessin Eisenherz. Ist jetzt drauf, dass ich sage, ich bin ein Streifenhörnchen. Hauke, hast du gehört, dass sie gesagt hat, dass sie ein Streifenhörnchen sei? Ich habe nur ein steifes Hörnchen. Ein steifes Hörnchen. Ja, ich wollte dir eigentlich nur mein schönes Outfit zeigen.
Ja, das ist so in dieses Outfit. Ja. Indoor. Gute Nacht. Schlaf gut. Gute Nacht. Nacht. Adieu. Adio. Förderbahn-Splitter packe ich mal auf die. Ich finde, wir sollten eine Gruppe von Musikern gründen, die Förderband. Okay. So, guck mal hier, Thomas. Hier ist das sehr sexy. Jetzt können wir hier oben weiter bauen. So. Genau, da oben sollen dann die Dingens, Kirchen, Konstruktoren. Genau. Ne? Genau. Ich bräuchte mal deine Hilfe. Ja, was soll ich machen? Geh mal nach oben. Ja, warte. Nein! Das kürzt sich jetzt. Es ist schwieriger als ich. Ja. Und hierhin, auf diese Höhe, da müsstest du mal einen. Ja, Splitter hinbauen, der halt mit dem Eingang in meine Richtung zeigt. Weiter rechts? Ja, nein, weiter rechts. Nicht in die Mitte. Aber Mitte wäre schön, ne? Ach Gott. Nee, dann, ist okay. Nee, mach in die Mitte, sonst können wir keine Wand da hinsetzen. Und so oder weiter hinten? Warte mal. Ich glaube, ich kriege das auch mit der Wand hin. Warte mal, wenn wir das vielleicht so machen, weil wir haben ja zwei. Ne, das kommt dann hier hin. Oh, falsche Wand gesetzt. So, ja. Da müsste dann jeweils ein Splitter hin. Das verstehe ich jetzt nicht. Wo genau? Wie meine? Aber ich glaube, das kriege ich gleich selbst hin. Auf meiner Seite oder auf deine Seite? Auf deine. Quasi so. Oh, ich glaube, der ist schon angeschlossen. Und bei denen, aber das hier geht, glaube ich, nicht bei den beiden. Die sind zwar eng beieinander. Weil wenn die so ganz, ganz minimal auseinander gehen, ist auch okay. Ich kann das Ding da nicht verbinden, warum nicht? Bisschen zu hoch, oder nicht? Hä, nee, eigentlich muss es doch gehen. Scheiße. Davon hängt alles ab. Nicht genügend Freiraum, Boden zu Style. Die Bohnen sind zu Style. Da ist doch nichts zu steil. Ich gehe gleich steil. Ich kann da drin so ein. Meine Güte. Warum mache ich das? Guck dir das mal an, ey. Was? Ach Gottchen. Oh je. Oh je, Mene. Kann die nicht verbinden. Sagt immer Boden zu steil. Das ist überhaupt nicht cool.
Mordor. Doof, wie der ist. Der hat auch keine Ahnung. Das geht. Toll. Hast du gemacht? Das wäre doch. Warum kann ich den hier hinpacken? Kannst du den ein bisschen weiter runterziehen, den anderen? Wie hast du den überhaupt in einer Linie gekriegt? Die sind nicht ganz in einer Linie. Aber das sollte ja kein Problem sein mit dem Förderband. Weil das ist halt eine. Jetzt geht's! Wow! Endlich. So. Das sieht doch schon mal ganz sneaker aus. Genau, und das machen wir jetzt hier nochmal. Ich kann hier gar kein Fördermaß bauen. Höhe 3, ich bin gerade die ganze Zeit am 4, 5, 4. Ups. Nee. Drei, vier, fünf. Ist das jetzt hoch genug? So schwer. Abzuschätzen. Doch, passt. Genau, und dann packen wir. Achso, du musst das abreißen erst. Du musst oben erst die Wand hinsetzen. Achso, du hast die mit einer Öffnung oder was hast du genommen? Genau. Ach du Scheiße. Ah, okay. Hier den. Hast du die direkt genommen? Mhm. Verschämt da. Das ist unser Stahlwerk. Ein Splitter? Also wir könnten hier unten auch erst noch die Wände hinsetzen, ne? Ich will mal gucken, ob das funktioniert oder ob das schon gesperrt ist. Ach, kann ich nicht hinsetzen. Gut, dann nicht. Genau, und der Lift, der darf auch nur so kurz, wie es halt geht. Also. Ja, habe ich auch. Bei mir funktioniert es. Sehr schön. Dann reiße ich jetzt die nächsten ab, ja? Naja. Es ist so. Mega die geile Konstruktion. Mega geil. 2, 3, 4, 5. So. So, ich mache hier oben, baue ich schon mal ein paar mehr Fundamente hin. Nein! Thomas? Ja? Wir können hier oben keine Fundamente bauen. Warum? Weil die Förderlifte im Weg sind. Nein. Möglichkeit, wir könnten noch einen höher gehen. Ja, müssen wir. Oder ich will was ausprobieren. Okay, das wird nicht funktionieren. Ja, dann müssen wir noch einen höher gehen. Alles hier abreißen, ne? Ja, gut. Dann, ach, die Wand hätte man auch da lassen können. Setze ich hier mal eben eine Wand hin. Natürlich die richtige.
War du mal zu Ende? Okay, ich baue dann schon mal die Wände hin. Mhm. Dahin. So, drunter reiße ich ab. Aber jetzt könnte man nochmal probieren, wie es denn aussehe. Weil jetzt können wir auch einfach unten drunter noch. Hm? Ach. Sprich ich aus. Warte mal ganz kurz, bevor wir jetzt hier weiterbauen. Ach man, ich bräuchte noch mal unten das Fundament. So. Weißt du, was ich meine? Nee, aber ich passe auch gerade nicht auf. Entschuldigung. Macht nichts. Ich baue gerade den Treppenaufgang. Verlangt mir alles ab. So, dann kann man nämlich das ein bisschen eleganter machen. Die können wir ja in der Höhe lassen. Das ist ja okay. Ein bisschen hoch. Ah, geh ran. Zack. Wie so eine Dampflok. Diesmal nicht wie Titanic. Ui. Danke. Bitteschön. So. Zum Glück ist nichts passiert. Sonst hätte ich dich gegessen. Wie Haar und Horn. Und Haaren. Alter, das sieht doch jetzt viel schöner aus. Was baust du da? Ich habe keine Ahnung. Ist das nicht wunderbar? Ja. Nee, passt alles. So, jetzt brauchen wir hier die... Ja, was mache ich denn hier? Alter, wir können gerade so... Ich hab mir hier deinen Aufgang weggemacht. Mhm. Wir können gerade, wir kommen hier gerade so vorbei. Zieh dir das mal rein. Warte. Ich komme sofort. Hui. Na, wo ist er? Oh, ich komme. Wo kommen wir vorbei? Hier. Oh. Alter. Also hier? Sehe ich was nicht. Hier. Wo? Da wo du... Stell ich mal drauf. Okay, geh weg. Nee, mach.
Also okay. Nichts passiert. So. So. Das ist schon fertig gebaut hier. Sieht schon ganz nice aus, wenn das so rausgeht und dann gleich wieder eingeführt wird. So. Wir müssen uns auf jeden Fall Gedanken machen, wo am Ende das Lager hin soll. Ja. Glaubst du, das ist angeschlossen, wenn du den da hinstellst? Du kriegst jetzt hier halt kein Förderband mehr raus, ne? An der Seite. Das wollte ich gar nicht, habe ich nicht gesehen. Warte mal, ich ziehe einfach mal ein paar raus und dann sind wir auf der sicheren Seite. Hallo. Hallo. Das ist schon platzsparend hier. Ist die Frage, ob wir halt echt was schießen. Bitte? Ist die Frage, ob wir wirklich was da rein. Ja, 6 Konstruktoren jetzt halt, ne? Oh. Das geht nicht. Mist. Was man nochmal probieren könnte, wäre... Wir brauchen doch in der Mitte auch nur 2. Ich hätte halt alle einfach miteinander angeschlossen, oder? Dann können alle theoretisch bedienen. Dann brauchen wir eher Fusionatoren. Nee. Wir müssen jetzt von 4 auf 6 gehen. Ah ja. Guten Morgen. Müssen wir vielleicht ein bisschen rausbauen, dann, wenn das so nicht geht. Es ist nicht ganz so platzsparend. Aber wenn wir den hier nicht hinsetzen können. Ja, die kannst du so eh nicht anschließen, weil es auch. Ach, stimmt. Stimmt. Oh, jetzt muss ich mal denken. Splitter passt. Die sprach ich ja vom Fusionator. Mhm. Geht das denn in der dann Mitte auch? 2 Fusionatoren platzieren. Die dann quasi das Ganze aufnehmen, dass das in 2 zusammenläuft. Aber, aber ich glaube, dann sind die Laufbänder, ja. Die machen das nicht mit. Nee. Die Laufbänder. Fließbänder. Hier ist noch eine Platte, die ich sehe. Okay, wo? Hier. Die, auf der ich stehe? Ja. So. Ich stehe gerade auch ein bisschen neben dem Schlauch. Wie machen wir es jetzt am besten? Wir brauchen unsere. Ich packe den nochmal eben hin. So, das Ding auf jeden Fall wieder da. Das ist eine schwierige Sache. Das geht halt nicht auf. Oh,
der steht nicht ganz richtig. Also das. Das geht ja auf jeden Fall nicht auf. Nee, kann ja gar nicht. 4 auf 6. Nee, wenn, weil die zu eng beieinander stehen würden. Warte mal, wenn wir einen Fusionator haben. Ja, Thomas, sag an. An. Ich denke gerade. So, ich habe jetzt hier einen Fusionator. Das heißt, wir haben jetzt 3. 3 können wir dann wieder wunderbar auf 6 nicht splitten. Was wir auf jeden Fall brauchen, ist... Nehmen wir noch mal ein bisschen Platz weg. Wenn wir nämlich jetzt mal die... Konstruktoren hinstellen. 6 an der Zahl. Das heißt 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. 1. So dicht aneinander oder was? So dicht wie geht halt. 2. Okay. So, die stehen auch alle richtig. Genau, und wir müssen vor und hinter jedem packen wir jetzt einen... Ui, ich baue hier mal so einen kleinen Weg. Ach so, du warst schon. Kann man hier gar nicht. Nicht genügend Freiraum. Kein Problem. Jetzt können wir nämlich ganz entspannt sagen, das soll am Ende auf jeden Fall... Ne, wir können es von links und von rechts... Genau, so können wir das machen. Von links und von rechts können wir erstmal die Sachen einführen. Aber vorher müssen wir... So. Geht das nämlich hier rein, da raus. Achso. Nee, so wollte ich das gar nicht. Okay, dann müssen wir erst... Hey! Warum drehe ich mich jetzt? Weil ich auf dir stand und du dich gedreht hast. Lol. Spring mal auf mich drauf. Spring mal auf mich drauf. Ich schaff das nicht. Jetzt. Alter, das verrückt.
Okay. So. Also die Idee wäre jetzt, du siehst ja hier die Pfeile und so, die ich gemacht habe. Ja. Ich glaube, wenn wir die hier hinstellen, dann kann man hier noch das, genau, das Band setzen. So. Und jetzt stellen wir noch ein paar mehr dahin, sodass der Ausgang... Sodass... Nee, das geht so nicht. Was du? Am Ende warst du wieder auf mir. Ja. Wir können die Sachen von rechts und links gleichzeitig. Ja, aber der Ausgang, der Eingang, so, ist hier. Hm? Der Eingang ist hier. Das ist kein Fusionator. Nein. Das ist ein. Der Eingang ist hier. Ach so, ja, dann müssen wir den einfach drehen. Dann habe ich Mist gebaut mal wieder. So. Warum machen wir das nicht eigentlich von der Mitte? Wir bräuchten hier einen Fusionator und einen Splitter direkt hintereinander. Damit das sauber aufgeht. Stimmt, wir können einfach rechts und links jeweils zwei reinlaufen lassen, ne? Ja! Nee. Das geht nicht, oder? Ich komme gar nicht mehr mit. So, warte. So. Ein. Und. Ach, Logistik. Fusionator. So. Kommst du jetzt mit? Dann machen wir das nämlich so. Und so. Und so. Na, komm. Und so. Und was mit dem? Wie mit dem? Wo geht der hin? Hinter dir. Ich seh die alle gar nicht. Ah, okay. Ich habe jetzt die drei Splitter, beziehungsweise den Fusionator habe ich jetzt verbunden. Den hier sicher auch nicht. Da ist nichts angeschlossen. Das geht von da und von da in den rein. Ah, okay. Da. Ja, sehr gut. So, dann haben wir jetzt... Was sollen die denn eigentlich herstellen hier? Können wir danach mal gucken, oder? Auf jeden Fall brauchen wir Schrauben und Platten, also... Also in die Mitte kommt dann der Fusionator. Man könnte natürlich immer den Fusionator hier hinbauen, ne? Nee, das geht nicht hier. Genau, du hast jetzt, was hast du gebaut? In der Mitte muss der Fusionator sein. Ach so, Moment. Wo muss denn der Ausgang hin? Dann? Zu der Maschine, genau. Nee, steht ein zu weit an der Maschine dran. Oh, ja. Ich mach die Platte hin. Perfekt. Nee. Sieht man aber nicht hier.
Rüstung mal abreißen. Die hab ich doch gerade so gemacht. Nee, nee, die von außen sollen die rein. Und in der Mitte geht's ja sowieso von den äußeren rein. Das splittet sich dann schon auf. Okay. Sagt er nicht genügend Freiraum? Warum? Ich kann hier nichts anschließen. Ach, weil der falsch rumsteht. Ah, passiert. Ist mir zum Glück nie passiert. Aha. Ich würde den gerne da anschließen. So geht's auch. Das splittet hier noch nicht. Warum splittet der hier nichts? Eine gute Frage. Jetzt? Keine Ahnung. Lol. So. Haben wir da auf jeden Fall mal wieder ein bisschen Ordnung reingebracht. Ja, ne? Also Strom eben her und... Genau. Genau, hier sollen dann ja... Eisenstangen. Achso, das heißt, wir haben viermal Eisenstangen. Die habe ich jetzt schon mal gemacht. Und die beiden... Sollen wir die beiden in der Mitte mit Platten und außen Eisenstangen machen? Ja, machen wir mal. Mach, wie du meinst. Ich bin gerade hart. Keine... Du bist was? Hart? Hart, müde. Du bist ein Mädchen. Oh. So... Eisenstangen. Ob es jetzt sinnvoll ist oder nicht, aber. So. So, man kann das natürlich hier vorne auch noch ein bisschen schöner machen, wenn man da hier nochmal Fusionatoren hinstellen würde und blablablub. Aber das machen wir jetzt nicht. Weil das wäre jetzt eigentlich nur Verschwendung von Ressourcen, oder? Er schläft schon halb. Süß. So. Das sieht doch schon mal sehr, sehr nice aus. Auf jeden. So. Jetzt könnten wir ein Zwischenlager machen. Wir könnten uns halt aus einem Lager dann die Hälfte abzweigen. Oder möchtest du es dann wieder auf die nächste Ebene machen? Nee, ich finde das gut. Also ein Lager hält Vorlauf. Ein anderes dazu nutzen, eben das nächste zu produzieren. Ja. Aber das machen wir beim nächsten. Ja, ich würde zumindest noch die Lager hier hinsetzen und das war's.
Frage ist nur, wie machen wir es am besten? Wir brauchen ja zwei Lager, die beiden in der Mitte. Also, der Mast steht jetzt ungünstig. So würde man noch drankommen. Dann ein Fusionator hier hin. Mach ich mal eben. So, hier ist der Fusionator. Jetzt laufen hier die Platten schon mal rein. Sieht geil aus. Und dann kann man die ja nochmal aufsplitten. Dann ist hier das Zwischenlager. Und nach dem Zwischenlager kann man die nochmal aufsplitten. Auf einmal geht es auf die nächste Ebene und einmal geht es nach unten oder sonst wo ins irgendwann vielleicht mal Zentrallager. Genau. Und das gleiche können wir mit den Schräubchen machen. Mit den Stänkchen. Wie machen wir das? Wo setzen wir die... Brauchst du mal das Stangenlager? Hier links oder was? Nee, also wir haben hier von ganz links und von ganz rechts kommen ja Stangen. Ich würde es, glaube ich, drüber setzen vielleicht. Drüber? Ja. Hier auf, den. Auf das erste Lager, genau. Hä, wieso das denn? Was ich hier im Baum? Ja, wir kommen halt hier... Kommen wir besser dran. Hui. Dann würde ich alles, wirklich alles in ein Lager dafür einführen, füllen, tun. Ja. Erstmal, es sind ja eh nur Zwischenlager. Sie. Und dann können wir nämlich hier raus wieder gehen mit unseren Sniffelstücken. Genau. Und dann brauchen wir hier auch noch einen. Fusionator. Passt das da rechts? Ja. Genau. Sieht das nämlich auch schön aligned aus, oder? Ich sehe das hier nicht. Das würde... Oh, welches? Stehe ich vor. Ich sehe dich nicht. Hallo, okay. hallo. Jetzt? Ja. Machen wir es nochmal auf der anderen Seite. Ich baue die beiden Fusionatoren hin. Ich hoffe, der steht richtig. Nein, steht er nicht. Warte. Ich brauche mal ein bisschen Hilfe beim Alignment. Das war... Müsste nochmal weg. So. Hier ist noch so ein Pylon, der müsste nochmal weg. Genau. In der Hoffnung, dass der jetzt richtig steht. Nein, ich habe den schon wieder falsch gebaut. Oh. Kannst du mal ganz gut von der Seite gucken. Wo willst du den hin haben? Allein mit den anderen. Nach vorne. So? Ja. Aha. Aha. Das zeigt dir doch an, oder nicht? Nee, der levelt die da nicht, weil er es am Boden ausrichten will. Erst wenn ich den da noch hab. So, wunderschön. So, haben wir das auch schon mal geschafft. Dann wollte ich gerade sagen, gehen wir mal auf unseren Turm und gucken uns das an, aber
Oh ja, yeah, komm. Der Turm ist viel zu niedrig. Wow. So, das Ganze könnte man natürlich ein bisschen dichter noch bauen, aber so sieht man auch ein bisschen, was da passiert. Ich gehe mal zu unserem Hub, von da kann man das sehen. Mach mal. Yay, 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 yay. Wow, das ist yay, mega cool. Yay, yay. Zack. Du bist echt in den gelaufen, Mann. Ja. Ich hab den Platz hier genommen. Okay, dann komme ich doch nochmal zu dir. Du dreckiges Shift. Mhm. Puh, wuh. So, wunderschön. Das sieht doch schön aus. Sehr gleichmäßig. Sehr gut geworden. Man könnte es wirklich hinten wirklich nochmal mit den Splittern machen, damit es so eckig verläuft. Ich finde das so auch ganz gut. Also würde mich mal interessieren, ob die auf 100% laufen. 0%. Aber der hat schon 100 Eisenbarren drin. Der sollte also eigentlich... Warum laufen die auf 0%? Immer nur kurz, ne? Ja, die produzieren halt durch, die haben genug Eisenbarren. Ja, gut. Ah, wunderschön. So. Damit sind wir auch erstmal am... Das wollten wir jetzt machen. Das Ganze hier beenden. Mal umbauen. Wir wollten das Ganze beenden. Jetzt wollen wir es beenden. Genau. Und beim nächsten Mal kommen dann die schweren Platten, ne? Genau. Wunderschön. Sehr schön. Ah. Dann auf Wiedersehen. Hadi, tschüss.